So, liebe Freunde der leichten Adventure-Unterhaltung, ich bin der Axel und das hier ist The Book of the Unwritten Tales. Und hier geht ganz schön schräge Sachen vor. Wir haben nicht mehr allzu viel. Unser Buff ist noch vollständig. Oh, ich habe Krümel auf meinem Mauspad zählt gehabt. Warte mal, ich muss mal kurz wegmischen. So, alles klar. Was muss ich jetzt machen? Pass auf, wir haben, hier kriegen wir den Schild. Hier kriegen wir den Helm. Und hier kriegen wir das Schwert. Und hier ist Wilbur. Was ist das? Was ist das? Ich gehe mal erstmal hier oben. Hier haben wir schon alles angesehen. Hier haben wir auch schon die Bretter über die Planke gelegt. Entschuldigung. Oh, ich dachte ich... Alles klar, hier, ich muss mit dir mal quatschen. Nee, ich gucke mir erstmal das hier nochmal an. Irgendwie müssen wir doch hier weiterkommen. Das Schild ist mit allerlei unappetitlicher Ogernahrung garniert. Den Oger ist wohl gar nicht klar, dass sie dafür einen wertvollen Schild zweckentfremden. Nee, das stimmt. Komm, wir quatschen mal mit Quam oder mit Sloth. Wir quatschen mal mit Sloth. Ich lasse ihn lieber weiterlesen. Wir quatschen mal mit Quam. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ja? Ganz recht. Ja, wisst ihr was? Ah, ja. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Sloth nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Sloth nicht erlauben. Und Sloth kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Hm. Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Das ist natürlich Mist, du. Ja. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Nö? Kann man Sloth nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Sloth immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Sloth gerne Cocktails trinken. Ach nee. Zucker-Cocktails. Okay, und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Na das ist doch mal toll. Ja. Wirst du auch schnell betrunken, Grump? So wie Sloth? Nein. Grump kann viel mehr trinken als wie Sloth. Grump, echter Kerl. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Ja, eindeutig. So. Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Sloth ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Er ist halt mehr der intellektuelle Typ. Sloth gar kein richtiger Kerl. Sloth noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Blöd. Herrlich. Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Sloth. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Ah, das leuchtet ein, das leuchtet ein. Also, was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Ja, genau. Cool. Was haben wir hier? Betrachte klar. Junge Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, mach einen Cocktail für Sloth. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Sehr schön. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich?
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Sehr schön, jetzt können wir uns hier alles untersuchen. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Mal auf die Hütte! Wir sehen, was drin ist. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ja, wir! Dann hat man hier oben noch das Glas. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Wir werden sehen. Wir können ja einen Krug nehmen oder sowas am Ende. Was haben wir denn hier noch? Sack, Sack. Wir gehen erstmal der Reihe nach. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Dann mach auf die Hütte. Den Sack meine ich, nicht die Hütte. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ja, ja, komm, das ist genau das Richtige. Das brauchen wir auch. Was haben wir hier noch? Schlauch? Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Scheiße, ich ja. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Oger es verwenden. Das ist die Toilette. Das ist für den, wie heißt das? Einlauf. So, was haben wir noch? Schwert. Ich will das Schwert haben. Aha, aha, aha. Nee, nee. Da können wir nur quatschen. So, was machen wir jetzt damit? Wir haben angefaulte Äpfel. Mit den angefaulten Äpfeln. Pass mal auf. Mit den angefaulten Äpfeln gehen wir mal zum Dingensbummens hier. Dahinter bitte. Die können wir auspressen. Da, da, gleich wieder dramatische Musik hier. Da, da. Hört sich gut an. Und jetzt? Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Das stimmt, das stimmt. So, vergorener Apfelsaft. Mit den vergorenen ich hasse das, wenn da noch nicht alles freigeschalten ist. Gehen wir jetzt mal hier zum Kessel. Den einzigen Kessel, den ich gesehen habe. Hier, dahin. Und ab zum nein, nein. Oh, Menno. Nee, du Honk. So, jetzt bleib stehen. Da hinten hin möchte ich. Hey, Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Gute Pilze. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Irgendwann mal, irgendwann ja. Hier, wir haben Topf, wir haben Apfelsaft und in den Topf. Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Schließe den Topf. Ich bin jetzt mal, ich muss jetzt hier mal gucken. So, und jetzt? Wenn ich den Saft in den heißen Topf... Ah ja, das haben wir ja schon. Was ist mit dem Schlauch? Den können wir hier festmachen. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Clever! Ja, so muss das sein hier. Na gut. Ah, da kommt was. Und... fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Ja komm, wenn uns das schon angeboten wird, dann werden wir das auch gleich machen. Was stand da? Schüssel mit Alkohol schwach, alles klar. Und nochmal. Das sieht schon etwas besser aus. Sagst du noch was dazu? Schüsse mit Alkohol stark. Kann man dann nochmal?
Na, guck mal einer an. Was kriegen wir jetzt? Mega stark, oder? Das sollte reichen. Und jetzt heißt er Ogerstärke. Hehehe. Hier, ab zu denen. So, dann machen wir jetzt einen Cocktail. Fehlt nur noch die aufwendige Verzierung. Genau, und da nehmen wir das Schirmchen und hier drauf. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Ach, bin ich super. Bin ich gut, Mensch. Bin ich super. Mann. So, meine Freunde der leichten Unterhaltung. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Nein. Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nie. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ah! Ich bin blind! Dann du fertig gelesen. Nein, ich! Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Ich hab immer noch Hunger. Was? Hunger! Grump muss jagen. Super. Was haben wir jetzt davon? So, wir hatten doch hier noch die Möglichkeit, Pompons mit Fahnen auf Grump. Da kann er seinen Jagdtrieb ausleben. Also gut, versuchen wir es. Und? Es passiert? Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Ah! Wow! Ein Langhaarkaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Der Weg ist frei. Auf, wir kriegen das Schild hier, Junge. Hammer. Da, weitergehen. Und endlich können wir das Schild der Macht nehmen. Oh, Tonbrühe. Endlich, ich hab ihn. Endlich, du hast mich. Du kannst sprechen? Klar, du auch. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Oh ja. Hey, wir haben jetzt Rüstung und Schild. Fehlt nur noch Helm und Schwert. Ich hatte doch hier Tonkrüge. Einige Tonkrüge. Ui, 4x, das ist wirklich stark. Da war mal Hochprozentiges drin, so viel ist klar, aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Na gut, dass wir das schon hatten hier. Außerdem ist die Sprachoption jetzt auch vorbei. Wir haben hier, glaube ich, nichts mehr zu erledigen. So, wir haben jetzt hier noch, die haben wir beseitigt. Wir haben hier den Drachen und wir haben die Knirpse hier. Ich gehe erstmal zum Drachen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Und bin mal gespannt, was hier passiert. Ich habe Angst. Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert.
Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Super. Was haben wir denn hier alles? Da haben wir nichts. Ein Hammer. Ein Hammer. Die eine Seite des Kopfes ist abgerundet. So etwas wird beim Schmieden benutzt. Dann nimm mal mit den Hammer. Voll den schweren Hammer jetzt einstecken. Was haben wir hier? Eine Zange. Eine Zange, wie Schmiede sie benutzen. Durch die langen Griffe kann man großen Druck auf die Werkstücke ausüben und sie sicher halten. Ja, und die können wir auch mitnehmen. Schön, was können wir noch alles mitnehmen hier? Ach, wir können uns erstmal hier das Lavabecken angucken. Schön, schön. In das Drachenbecken fließt beständig Lava. Die Hitze ist unerträglich. Und weiter? Der Drache ist beschädigt. Da fehlt eindeutig der Kopf. Ohne das Verbindungsteil würde Lava aus dem Becken nicht in den Trichter laufen, sondern auf den Boden fließen. Ah ja. Und was steht hier noch? Eindeutig eine Zwergenarbeit. Der Drache muss von innen beschichtet sein, damit die Lava das Metall nicht schmilzt. Der Drache ist beschädigt. Alles klar. Was haben wir noch? Betrachte Schmelzofen. Ein massiver Steinofen. Darin wurde früher Metall geschmolzen, wie mir scheint. Und weiter? Ein Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, solange er nur Raumtemperatur hat. Außer man füllt gefrorenes Quecksilber ein. Oh, das geht schon in die höhere Chemie hier rein. Der Schmelzofen wird kein Metall schmelzen, außer man... Gut, Quecksilber haben wir nicht. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Geräte! Oh, sehr schön. Ich glaube, das ist eine Münzpresse. Man füllt Gold, Silber oder Mithril in die Öffnung und presst mit diesem Stempel die Gravur in die Münze. Cool. Wenn Metall in der Form wäre, könnte ich eine Münze stempeln. Vorausgesetzt, das Rad lässt sich nach all den Jahren noch drehen. Ja, dann versuch's doch mal hier. Wenn Metall in Das haben wir schon. Presse eine Münze. Wenn Metall in der Form... Ja. Presse eine Münze, presse eine Münze, presse eine Münze. Betrachte den Schmelzofen, haben wir auch schon. Kommt da noch was anderes? Der Schmelzofen wird kein Metall außer... Ach stimmt, haben wir schon. Judy, dann reden wir mal mit dem Drachen hier. Hallo, meine Hübsche. Ja? Ja? So. Du möchtest also ein fürchterliches Ungeheuer werden? Warum? Und wer bist du überhaupt? Ich bin eine missverstandene Frau in ihren besten Jahren. Oh oh. Jahrelang habe ich als Transportdrache geschuftet. Aber gestern habe ich gekündigt. Ich lasse mir nicht alles bieten, weißt du? Hat dich jemand betatscht? Angeschrien haben sie mich, nur weil ich die Ladung verloren habe. Alles wegen dieser Elfe. Ich sollte ihr dankbar sein. Endlich kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen und mich in der zweiten Lebenshälfte beruflich neu orientieren. Als furchteinflößendes Ungeheuer? Ein traditionelles Berufsbild für Drachen. Männer sind es immer. Aber warum sollte es nicht auch eine Frau schaffen? Genau. So. Und was musst du alles tun, um ein furchteinflößendes Ungeheuer zu werden? Drei Prüfungen bestehen? Oh nein, so einfach ist das nicht. Es ist ein komplizierter 10-Stufen-Plan. Ich muss mich in verschiedensten Bereichen fortbilden und Schritt für Schritt mein Schreckenspotenzial aufbauen. Aber das ist alles so kompliziert. Ich soll Jungfrauen fressen. Dabei bin ich Vegetarierin. Und ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich habe keinen Goldschatz. Und ich weiß nicht, wie man Ritterrüstungen knackt. Außerdem kannst du nicht gut brüllen. Ich weiß. Aber immerhin habe ich schon mal eine angemessene Drachenhöhle gefunden, oder? Ja, das auf jeden Fall. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen in der nächsten Folge, wie es hier mit unserer lustigen Drachendame weitergeht. Vielleicht können wir ihr ja ein bisschen Mut geben oder andere Sachen. Aber das werden wir alles noch erleben. Haut rein, danke fürs Zusehen. Bis denne.